Heute spiele ich mal das neue Clique-Simulator-Update und crafte mir OP-Divine-Pets zusammen. Neues Update, Update Nummer 16. Neue Rom-Insel, zwei neue Crafted- und Rebirth-Pets, ein Rom-Ei mit 9 neuen Pets, ein Secret-Pet im Rom-Ei, neue Exclusive-Pets im Shop und das Robux-Egg ist jetzt auch in Rom. Also ziemlich standardmäßig, wie wir das eigentlich schon kennen. Lass uns mal in die neue Welt einfach schauen. Und was wir auch machen könnten, wir könnten mal schauen, ob mein Season Pass mittlerweile funktioniert. Oh mein Gott, mein Season Pass funktioniert. Ich habe ja letztes Mal probiert, ob der funktioniert hat und es hat einfach nicht aktualisiert. Aber jetzt funktioniert der Season Pass. Wie viele Gems brauche ich aber für das neue Rebirth-Pet? Ich hoffe, ich habe genug Gems. Und ich hoffe, es ist einigermaßen gut, weil ich habe jetzt schon eigentlich ziemlich gute Pets in diesem Spiel. Aber vielleicht ist dieses ja sogar besser. Okay, ich brauche erstmal 10,6 UVG-Klicks, was schon sehr, sehr viel ist. Das heißt, ich werde jetzt mal hier meine besten Pets natürlich equippen, wie wir das immer machen und schauen, dass ich auf die 10,6 UVG-Klicks komme, weil das kann ich mir jetzt nicht so direkt kaufen. Wir müssen uns jetzt eher erstmal ein bisschen was erfarmen. Aber das wird schon gehen, weil wir bekommen ja schon einige Klicks. Wir können gleichzeitig noch schnell die Drehung hier machen, schauen, dass wir vielleicht einen Autoklicker bekommen. Ja, 10 Minuten Autoklicker, genau, den wollen wir auch. Und jetzt kommen wir schnell auf die UVG, glaube ich. Da schaue ich das an. Wir machen jetzt schon fast 70 V pro Sekunde einfach. Was sind eigentlich diese Aufgaben überhaupt, die ich habe? Hier, was, 50.000 mal klicken. Okay, das schaffe ich, glaube ich, nicht. 4.000 Eier-Hatchen schaffe ich, glaube ich, auch nicht. 2 Divine-Pets-Hatchen wird schwer. 10 Legendary-Pets-Hatchen wird auch schwer. Und hier die Weekly Rewards. Ich glaube auch nicht, dass ich die schaffe. Aber wir können es natürlich probieren. Wir können uns auch theoretisch schon die neuen Double-Jumps gönnen. Wir können ja, ja, holen wir uns den 6er Double-Jump. Es gibt sogar einen 7er für 172 UVG, okay. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit dem 6er Double-Jump nach oben. Hey, ich bin ja immer gut dabei beim Springen. Ich habe das schon immer gekonnt. Vielleicht soll ich meine Grafikqualität auf niedrigste stellen, aber da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust darauf. Deswegen werde ich das nicht machen. So, springen wir hier hin. Und jetzt hier hoch. Wo ist die nächste Wolke? Die nächste Cloud. Die ist hier. Dann springen wir nochmal weiter. Da haben wir die nächste Wolke direkt oben. Oh, das wird schwer, 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 schwer. Oh, ich hab's nicht geschafft. Und jetzt falle ich wieder ganz runter. Okay, nein. Nein, 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 nein. Das tue ich mir gar nicht an. Das tue ich mir gar nicht an. Das werde ich nicht machen. Oh, ich habe eine Trading-Anfrage bekommen. Was hast du denn für Pets? Ein 51 QI-Pet für mich. Danke. Absolute Honor. Das ist, glaube ich, das Divine-Pet Crafted in Rainbow, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube. So, jetzt haben wir auch genug Klicks direkt. Wir können in die neue Rom-Welt gehen. Springen werde ich nicht da hoch. Wir können uns die Welt kaufen für 10,6 UVG-Klicks. Kaufen wir uns dieses Portal frei. Und jetzt sind wir in der neuen Rom-Welt. Und ich finde die sehr schön. Ich mag die Rom-Welt. Ich mag das mit diesen Säulen, mit diesen Bäumen. Da haben wir so einen Offizier, einen römischen Offizier. Mal ist es mit so einer Statue. Hier haben wir ein neues Robux-Egg. Nein, das ist 200 Millionen Egg. Da haben wir ein Robux-Egg. Und oh mein Gott, ich will dieses Egg nicht öffnen. Für 1900 Robux. Ich habe darauf gar keine Lust, dass ich dieses Egg öffne. Muss wirklich nicht sein. Auch wenn da krasse Pets drin sind. Ah, nee. Was gibt's da drin? Da gibt's auch coole Pets mit 1%iger Chance, 0,42%iger Chance, 0,06%iger Chance, das Divine. Und 1,07e hoch minus 5%iger Chance. Das sind, glaube ich, die gleichen Chancen, die du sonst auch hast. Wir erhalten mal unsere Belohnungen ganz kurz und schauen nach den neuen Rebirth-Pets. Was ist das neue Rebirth-Pet hier? Ein Chariot Spirit, also so ein Rennwagen-Spirit. Und ich habe ein Gift bekommen. Glück von Crazy Place. Danke für den Lucky Game Pass. Ehrenmann. Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Game Pass getradet bekommen. Kaufen wir uns die Chariot Spirit und jetzt habe ich, glaube ich, höhere Chancen direkt. Schauen wir uns das an. Und, okay, jetzt habe ich schon mal um einiges höhere Chancen. Das war gerade 1%, das ist 1,8%, das war 0,42%, jetzt sind es 0,73%. Das sind viel höhere Chancen. Ich habe jetzt nochmal 5 Nonillion Rebirths direkt dazu bekommen, dadurch. Sehr schön. Und wie stark ist der Chariot Spirit? 8,7 QI ist ganz okay, aber es geht, glaube ich, noch besser. Geht noch besser. Habe ich hier eigentlich irgendwas in meiner Rainbow-Maschine? Nee. Ich habe noch nie Rainbow-Pets gemacht und jedes Mal will ich wieder nachschauen, ob ich welche gemacht habe. So, lass uns jetzt aber ihr Eier öffnen. Es wird Zeit, Eier zu öffnen, ein paar Roam-Eggs und uns diese neuen Pets anzuschauen. Oh, Trapped Demon. Das gefällt mir auch direkt schon mal. Hey, ich mag diese Pets, glaube ich. Ich bin auch ein großer Fan von römischer, griechischer Mythologie und so. So viele brauche ich auch nicht davon. Bin zufrieden mit einem. Gib mir doch nicht nur Trap Demons, bitte. Gib mir nicht nur Trap Demons. Die Robux Eggs sind OP. Sind sie? Aber ich will nicht 2000 Robux ausgeben. Wir haben einen Roman Soldier bekommen. Stark, stark, stark. Non-Roman Soldier direkt. Wir haben bis jetzt nur zwei verschiedene Pets bekommen. Das eine hat 8%ige Chance, das andere... Oh mein Gott, wir beziehen nur Roman Soldiers. Aber diese Aura, die er rumdumm hat, ist auch cool. Wir ziehen nur zwei verschiedene Pets. Oh, Rusty Plebeian, das ist das erste Legendary, oder? Nein, das ist sogar das zweite Legendary
mit der 0,7%igen Chance. Stark, 0,73%ige Chance. Und das andere hat jetzt auch schon 0,1% des Divine. Und wir können uns das direkt mal anschauen. Schauen wir uns das an. Er hat schon mal 4,7 QI in Standard. Das ist das drittbeste Pet mit nichts. Nicht gecraftet, gar nichts. Hat 4,7 QI. Dann, welche Pets haben wir noch? Wir haben den Roman Soldier. 920 QA als schlechtes Pet sozusagen. Ist auch gar nicht schlecht. Und Trapped Demon haben wir direkt mal. Und sonst haben wir noch nichts bekommen. Wir haben diese ganzen anderen Pets einfach noch nicht bekommen. 30% hat dieses Pet. Wir haben locker schon 30 Eier oder so geöffnet und nicht eins von diesen Pets bekommen. Was ist die Chance, das nicht zu ziehen? Schauen wir uns mal die Pets an. Wir haben hier diesen Soldier. Nice. Wir haben diesen Demon. Sieht auch cool aus. Und der Rusty Plebeian ist auch ganz cool. So, hatchen wir aber weiter. Die können wir auto-leaten. Das behalten wir, weil wir ja natürlich noch Crafted-Pets und so machen wollen. Non-Roman Soldier. Ich ziehe nur Roman Soldiers gefühlt. Die sind besser als Divine, aber schlechter als Secret-Rowers-Pets. Okay, dann sind sie ja nicht so krass. Oh, Ancient Rockline, der sieht auch cool aus. Das ist einfach so eine Löwenstatue. Und Eye of Colosseum. Was ist das für eins? Das ist das 1,8%ige. Okay, ich dachte schon, ich habe ein Divine-Pet gezogen. Aber es ist das 1,8%ige. Ist auch echt nicht schlecht. Der Ancient Rockline hat schon mal 10 QA. Oh, warte, 10 QA? Das ist echt schlecht. Hat schon mal 10 QI, ist so schlecht. Und Eye of Colosseum hat schon 2,6 QI, was klar geht. Ja, wir können uns den anschauen. Der sieht ganz cool aus. Das ist einfach das Colosseum mit so einem Auge und Flügeln, warum auch immer. Und diesen Ancient Rockline haben wir halt noch. Der ist auch ganz okay. Der Soldier Doggy. Das ist einfach ein Doggy mit so einem Soldier Head. Train mich mal. Okay, ich kann nicht antrainen. Was hast du denn für Zeug? Oh, ein Gilded Emperor. Ist das das Divine Pet? Ich glaube, das ist das Divine Pet. Aber ist das schon gecraftet oder ungecraftet? Ungecraftet hat das... Wie viel Stärke hat das? 19 QI Stärke ungecraftet. Oh mein Gott. Das ist halt echt stark. Das sieht auch cool aus. Das ist einfach so eine Ente irgendwie. Es sieht aus wie eine Ente mit diesem Entenschnabel. Oh nein, mein Boost ist abgelaufen. Nee, ich will den nicht mehr. Aber das sieht schon cool aus. Auch mit so Kerzen. Cooles Pet, eindeutig. Das ist sogar einer meiner besten Pets jetzt mit 19 QI. Ist das besser als diese Possessed Sphinx? Die auch schon. Okay, die sind schon ein paar Updates alt, aber trotzdem. Die waren auch nicht schlecht. Schauen wir weiter und direkt einen Roman Soldier in Shiny. Ja, okay, den braucht niemand. Niemand braucht den. Oh, wir haben ein Eye of Colosseum bekommen, aber das wollen wir nicht. Das Pet wollen wir nicht haben. Achtung, ein Pet vom Egg ist nicht autodeletet. Habe ich das aber schon gezogen? Ich hatte das nicht autodeleten, weil ich das noch nicht gezogen habe. Ich habe halt echt dieses Rare Pet noch nicht gezogen. Ich habe zwei von diesen Eye of Colosseum gezogen. Mit 1,8% Chance. Zwei von denen. Ich habe ein 0,7%iges Pet gezogen. Aber ich habe noch kein 10%iges Rare Pet gezogen. Wie kann das passieren, dass ich das immer noch nicht gezogen habe? Kannst du die Wahrscheinlichkeit berechnen? So ein Divine zu ziehen. 1 zu 1000. 0,1%, 1 zu 1000. Eye of Colosseum ist gut für Season Pass. Stimmt. Oh, jetzt habe ich das Pet gezogen. Was ist das denn für ein grünes Pet? Was bist du denn? 3,3 QA. Ancient Snake Pot. Okay. Das ist, naja. Ist, glaube ich, nicht das krasseste Pet an sich. Habe ich jetzt eigentlich schon meine erste Quest endlich mal? Nee. Play habe ich noch nicht gemacht. Ich habe schon einigermaßen oft geklickt. Da bekomme ich 50 Sterne. Wie viele Tiers gibt es überhaupt? 10 Tiers und dafür brauche ich 1500 Sterne. Oh mein Gott. Ich könnte das aber anlocken mit 9500 Robux. Ja, machen wir hier weiter. Ich mache meine Quests. Nee, die zählen auch, wenn auto-deleted die Legendaries. Oh, okay. Dann delete ich das doch. Dann will ich die nicht haben. Habe ich gerade zwei Eier auf Colosseums nacheinander gezogen? Die Chance ist auch nicht hoch. 1,8 mal 1,8, also 0,018 mal 0,018 ist der Chance von 0,0032. Keine Ahnung, irgendwie so. Oh mein Gott, ein Ancient Rockline in Shiny. Ja, Mann. Wie viel kostet eigentlich ein Ei? Da habe ich gar nicht drauf gedacht. 10V. Pff, 10V. Gott, ist das billig. Noch nie so ein spottbilliges Ei gesehen. So, drei Divines nochmal. Dann haben wir jetzt vier Divines. Und können direkt mal die Divines zusammencraften. Okay, wir haben jetzt erstmal vier Divines gescammt. Und jetzt craften wir die zusammen zu einem guten Divine-Pet. Ah, craft. 4 von 4. Und was bekommen wir für ein Pet? Ich hoffe, ein cooles. Wir haben ja eine Ente davor gehabt. Und jetzt bekommen wir einen Cursed Emperor. Sieht ganz okay aus. Wie stark ist dieser Cursed Emperor? 46 QI. Das ist echt stark. Auf Stufe 0 vor allem noch. Und der ist riesig. Schaut ihn euch an. Da kommen auch wieder Sterne raus, aber das ist... Okay, das ist noch eine halbe Ente. Nicht ganz. Ha, jetzt will er sein Pet wieder zurück. Kannst du vergessen. Okay, nee. Du bekommst dein Pet zurück. 3 Tokens. Ja, 3 Robux habe ich bekommen. Gescammt. Ich habe dich abonniert. Und das ist auch richtig so, Robby. Das ist auch genau richtig so. Weil es wäre nämlich ziemlich cringe, hättest du mich nicht abonniert. Wir machen noch 10 Eggs auf. Und da ziehen wir das Divine jetzt drin. Nummer 1. Das dauert ewig, ein Egg zu öffnen. Nummer 2. Das ist tatsächlich schon mal ein Legendary. Das ist stark. Das zweite von denen. 0,73%. Wurde auch Zeit. Nummer 3. Nummer 4. Ein Trap Demon. Darauf haben wir Bock. Nummer 5. Ein Ancient Rockline. Epic Badge. Das wollen wir aber nicht haben. Nummer 6. Ein Soldier Doggy. Nummer 7. Nochmal ein Ancient Rock Lion.
Wir haben noch 3 Eggs übrig. 3 Eggs noch. Nummer 8, glaube ich, oder? Ach, jetzt sind es noch 3 Eggs. Warte. Nein. Nummer 9. Jetzt das letzte Egg. Was auch immer. Das letzte Egg und wir bekommen kein Divine Pet. Leider kein Divine Pet. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.